Es ist die schönste Zeit im Jahr. Pakete auspacken. Und ich kann es einfach jeden Tag. Easy. Ganz einfache Sache. Ich bestelle mir Sachen und packe die hier vor der Kamera aus. Und wenn wir so eine Warnung hier vorlesen, dann wissen wir doch, was hier abgeht. Ich habe dieses Mal wirklich keinen Plan, was da drin ist. Was kann ich mir schon wieder geholt haben mit einem Akku? Es ist so, ich bestelle auf vielen Online-Portalen und da kommt man doch so ein bisschen durcheinander, was man sich dann alles bestellt hat und was nicht. Oder man hat einfach Pakete wie dieses hier, das möchte dann einfach nicht, dass es geöffnet wird. Und wir haben hier die WT2 Plus Translator Earbuds. Also das sollen Teile sein, die steckt man sich ins Ohr und dann soll der Gegenüber einen verstehen können, auch wenn man zwei verschiedene Sprachen spricht. Das fand ich sehr interessant, weil ganz im Ernst, eigentlich hindert uns das doch nur ins Ausland zu fliegen, in dessen Länder, wo man die Sprache einfach nicht kann, es sei denn, man ist abenteuerfreudig oder hat Bock abgestochen zu werden, je nachdem. Mhm. Step Guide, natürlich alles auf Englisch, schön, schönes Ding. Die war noch nicht ganz günstig, aber ganz im Ernst, man braucht nur einen Translator, das war's dann. So sehen die Teile aus. Lol, was hält man die jetzt so an sein Ohr oder was? Eigentlich nicht, oder? Ich glaube man... Ah, oha. Oha, oha. Sieht aus wie so ein riesen Tic-Tac, Mann. Jetzt lädt's auch. Riesen Emblem hier am Start. Auch rein damit, dann dürfte der jetzt auch blinken. Und lasst mich raten, man kann das zusammentun. Man kann es tatsächlich koppeln. Wie geil ist das denn? Auch wirklich sehr hochwertig gemacht. Leider kein Type-C, aber ich denke, das können wir mal verkraften. Ich mittlerweile nutze auch viel Technologie mit Micro-USB. Immerhin haben wir hier Vergrößerungen fürs Ohr mit am Start. Das Ganze nochmal auch hier mit den Noppen. Und natürlich ist auch das Cable mit am Start natürlich auch hochwertigster Qualität. Wir werden jetzt als erstes laden, sobald ich damit mal ins Ausland geflogen bin oder ich mal irgendwelche Tests damit durchgenommen habe, dann findet ihr natürlich auf meinem wunderschönen Zweitkanal Angel Tech, wo ich solche Sachen reviewe, wahrscheinlich schon das Video dazu. Es sei denn, ich bin noch nicht in den Urlaub geflogen, weil ich seit 4 Jahren nicht mehr in den Urlaub geflogen bin oder so ähnlich. Aber falls ihr generell alle Sachen, die ich hier vorstelle, die findet ihr da als Review, wenn sie gut sind. Es ist schon ein neues Paket von Gearbest angekommen, aber ich habe es schon zerstört, so mehr oder weniger. Aber das hält uns ja, das hält uns hier immer noch nicht davon ab, die Sachen gescheit auszupacken, klar. Falls ihr es noch nicht wusstet, vielleicht gibt es heute Abend einen Stream auf Twitch, der Angel 32. Oh, Mi True Wireless Earpods. Ich habe mir In-Ear-Kopfhörer von Xiaomi gegönnt, weil ich bin momentan voll auf diesem Kopfhörer, Ohren, Trip, was auch immer. Oh, ich muss mich beeilen, ich kann gar nicht so lange aufnehmen. Ich habe nicht so viel Speicherplatz. Nachher ist die Datei broke. Ist ja nicht so, dass sie das eben schon war. Ja, dann packen wir das Ganze doch mal ganz ziemlich zügig aus. Oh, guck mal, wie uns das hier präsentiert wird. Guckt euch das doch mal an. Alter, die Weißübersteuerung ist aber hier mal anders. Danke dafür. Fenster. Grüße gehen da nochmal raus an dir. Die sehen aber, die sehen entspannt aus. Oha, die sitzen so gut drin. Die sitzen so gut drin. Alter, wir haben hier noch eine, eine Ladebox. Die ist auch sehr schön verpackt. Ist jetzt so ein bisschen breiter, ein bisschen dicker. Hat auch hier vorne eine LED Type-C. Da kriegt ihr auf jeden Fall mein Herz mit erobert. Ist ja auch ein Type-C-Kabel dabei, das wäre Ehre. Type-C-Kabel ist auch hier mit dabei. Sind hier keine anderen Noppen mit dabei? Was ist, wenn mir das nicht passt? Ah doch, ist ja wohl. Zwei kleinere und zwei größere Pärchen mit dabei, weil mein rechtes Ohr ist größer als mein linkes. Deswegen muss ich da immer eine Nummer größer mitnehmen. Ich weiß nicht, habt ihr das auch? So, dann bin ich mal gespannt, was für eine LED-Farbe wir haben. Oh, direkt mal falsch rum reingetan hier. Das sieht auch so geil aus. Das ist schon ein bisschen unkomfortabel, so schön ist das. Da gehen nochmal Props raus an mich, dass ich es wirklich jedes Mal schaffe, meinen Speicherplatz freizuräumen. Ich habe gerade eine halbe Stunde Pakete ausgepackt und die Dateien sind nicht aufgenommen worden, weil ich keinen Speicherplatz habe. Geil! Zeige ich es also alles nochmal. Das erste kleine Paketchen kam von Gearbest und hat mir hier einen sehr geilen kleinen Lautsprecher mitgebracht mit so einer Gummilasche, wofür die jetzt eigentlich ist. Keine Ahnung, lassen die einfach mal weg. Der wird hier lauter und leiser gemacht und hat wirklich ein so gutes Feeling. Leider hat er nur Micro-USB, aber hier oben das Ganze ist ein Knopf. Den kann man gedrückt halten. Dann schaltet sich das Ding aus, es sei denn, ihr wollt das anhaben, dann macht ihr das halt wieder an. Zack, und dann beginnt auch schon
die Bluetooth per Phase. Und jetzt hören wir mal von No Copyright Sound Mellow Kids. Hälfte laut. Mhm. Fühlt sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Und wie gesagt, der regelt sich hier. Sehen kann man auch durch Einfachklick. Also der Sound ist wirklich krass. Xiaomi, egal was, mach weiter so. Xiaomi, ihr seid echt auf einem guten Weg. Das sind die Xiaomi, die Mi Pocket Speaker 2. Guck mal, die sind doch relativ klein. So für Leute jüngeren Alters. Ich meine, ich habe früher selbst als 16-, 17-Jähriger, ich bin voll auf Boxen abgefahren. Und würde es damals sowas gegeben haben, hätte ich es mir safe geholt. Gerade mit so einem Drehmechanismus. Und es ist einfach von Xiaomi. Qualität überzeugt, gibt eine 9 von 10 von mir, weil der Bass jetzt nicht wirklich extrem gut ist. Aber das ist halt nur der Lautsprecher hier. Und das, was dafür da rauskommt, das ist echt bemerkenswert. Also, ne? Das war wirklich sehr, sehr geil. Als zweites Paket haben wir Modern Warfare gehabt. Das habe ich mir aber nicht bestellt. Das habe ich mir so gekauft bei uns in Coesfeld. Aber wollte es halt nur mal gezeigt haben, weil ich wollte ja eh alles wissen, was ich mir kaufe. Apropos alles. Ich habe mir letztens Getränke von Monster aus den USA importieren lassen. Das Ganze über eine Seite. Die Seite kann ich aber noch nicht vorstellen, weil ich da gerade noch so ein bisschen mit am Gucken bin. Vielleicht könnte man da eine Partnerschaft beantragen mit der Seite. Das hat auch der ein oder andere Kollege von mir schon. Und wir kommen zum letzten Paket. Zum Glück ist da die Aufnahme abgeschissen. Ich habe hier schon mal vorhin gezeigt, dass das Paket absolut destroyed bei mir angekommen ist. Die Seite war schon offen, die Seite nicht. Die habe ich aufgeschnitten. Das sieht man aber auch, dass sie hier destroyed war und hier nicht. Mein erster Laser-Ausmesser-Staubsauger-Roboter. Bam! Oh. Hä? Hier ist ein Kamm. Warum ist hier ein Kamm drin? So, easy. Wir haben hier ein chinesisches Netzteil, aber ist ja klar. Das ist mein allererster Staubsauger-Roboter. Hier sind die Anleitungen mit dabei. Ein kleines Seitenfach und ein weiteres kleines Seitenfach, wo nichts drin ist. Und hier ist das gute Stück. Alter, ist der groß. Wir haben hier, ich denke mal, die Aufladestation. Viele von euch, die mein Zwei-Channel, also mein Review-Kanal, kennen, die wissen, dass ich gerade eine Menge Anwaltskosten am Zahlen bin und ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, hä? Wieso hast du dir den Staubsauger-Roboter geholt, trotz den Anwaltskosten? Den habe ich davor geholt, bevor ich überhaupt die Abmahnung bekommen habe, von daher. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe mir kein Review darüber reingezogen. Ich habe mir einfach einen Staubsauger-Roboter gekauft, den Gearbest mir empfohlen hat. Ich dachte mir, komm, probier's mal auf Glück. Aber wichtig für mich war, dass er Laserausmessung hat. So, was haben wir denn hier? Gummibereifung, eine etwas kleine Staubsaugerfläche. Das Teil dreht sich und sorgt, glaube ich, dafür, dass das nach innen geschleudert wird. Aber ich muss sagen, das ist echt sehr, sehr geil. Das ist echt sehr, sehr schön verbaut. Das fühlt sich alles sehr, sehr schön an. Habe ich mir nicht sogar den von Xiaomi gegönnt? So, wenn wir uns mal hier das Innenleben angucken, haben wir Knöpfchen und ja, der Aufbewahrung, die Aufbewahrungsbox einfach herausnehmen. Ja, super. Filter ist auch da. Obwohl der eine oder andere Filter davon dabei ist, das weiß ich nicht. Aber hat auf jeden Fall eine ziemlich große Kapazität. Ich meine, dafür, dass der auf dem Boden einfach nur mal eben so sauber machen soll. Hm. Hat zwar keine Wischfunktion, aber das fand ich jetzt nicht wichtig, weil wenn gestaubsaugt ist, dann wische ich auch wohl, gar kein Problem. Wi-Fi, hier ist eine Kamera und hier ist der Anschalter, okay. Und hier im Türmkiss seht ihr auch jetzt schon das Teil, was euch anstrahlt. Das ist, glaube ich, der Laser. Oder das ist die Kamera. Hat auf jeden Fall räumliche Vermessung und alles. Aber ein ausführliches Tutorial zu dem Baby gibt es natürlich auf meinem AngelTech-Kanal, wo die ganzen Reviews zu den Produkten stattfinden. Ey Leute, ich kaufe mir ja nicht immer was online, ne? Und ich finde, so bei Pakete auspacken und so, da sollten wir uns auch die Dinge reinziehen, die ich mir auch mal privat kaufe. Und da bin ich heute nach Coesfeld gefahren und habe mir doch einen LED-Untersetzer gegönnt. Der 20 cm Umfang, das ist der große Typ für die Pfeife. Das sieht jetzt irgendwie nicht so spektakulär aus, wie ich es gedacht hätte. Deswegen, und guck mal, ob sich der Teil so macht. Boah, das ist... Das ist echt groß. That's what she said. Ja, noch mit Netzteil. Das Ganze geht über 5 Volt 1 Ampere. Das heißt, das Ding könnt ihr auch ganz entspannt bei euch im Auto anschließen oder sonst wo immer ihr die Pfeife auch hintut, ne? Das hat sich noch nie so weird angehört. So, ich bin gespannt, wie das eine oder andere Jungfernhäutchen, Glasspiegelung,
ist jetzt kein echtes Glas, ist eher so eine Beschichtung. Hier ist der Empfänger. Natürlich ist eine Fernbedienung ist auch mit dabei. Das ist die Standard. Wow. Das ist die standardmäßige mit Smooth, Fade, Strobe und Flash. Ich denke, da dürfen wir nicht viel von erwarten. Das Ganze hat mich jetzt auch hier 20,90 Euro gekostet. Auf Amazon kriegt man den schon für 23. Drin, das Ganze kann auch nicht im Netz betrieben werden, sondern mit ganz normalen Batterien. Und hier drin soll ein Akku drin sein, der 6 Stunden lädt und 7 Stunden halten soll. Das ist aber schon einiges an Helligkeit. Man kann das sogar noch dimmen, wenn man da nicht so Bock drauf hat. Alle möglichen... oh, blau ist aber stark. Strobe, wer das macht, hat echt kein Leben. Wir haben hier noch einen Fade, den können wir aber auch verlangsamen. Oha! Oha. Schön hierbei ist, da ist sogar noch Gummibeschichtung oben als Dreieck mit drauf, damit die Pfeife nicht da runterrutscht. Finde ich sehr geil. Dazu habe ich mir noch den Pistachio di Chini gegönnt. Auf eure Empfehlungen noch in den 187 Hamburg. Den werde ich wahrscheinlich gleich schon testen. Ein Pfannel gegönnt, auch von di Chini. Der ist jetzt neu. Der hat auch eine Karamellisierung. Ey, das sieht so heftig aus. Ist auch mein erster Pfannel, der so gebaut ist mit Einloch, Kopf. Ich kenne mich damit leider noch nicht so gut aus, aber ich möchte mich da auf jeden Fall weiterentwickeln. Und ja, der Xomo Strong Mint Schwarz, der, den kann man sich hier drin wahrscheinlich wunderbar ziehen. Entweder mit Alu drauf, reinstechen, Kopf extra drauf und fertig oder einfach mit dem Kamin. Ey, und eins kann ich euch sagen, ne? Den Staubsaugerroboter, der ist übrigens von Xiaomi, habe ich vorhin vergessen wahrscheinlich zu erwähnen. Der Xiaomi S1 ist so ein verdammt geiler Staubsaugerroboter. Du kannst echt alles in der App einstellen. Laut, leiser, wo der nicht hingehen soll, was der machen soll.